endlich mal ein bisschen großen Schaden, ey. Was ist denn da so schwer? So. Here goes! Bitte. Web macht gleich einen Seitenwurf. Du machst jetzt mal den Headshot, wenn der abgeht. Auch wenn es nur auf einen geht, egal. Here we go! Ha! Der dürfte ziemlich stark sein. Oh. Ja, bevor ihr wieder abkrepelt, einmal Seitenwurf. There's no use in hiding. Gleich sind sie weg. Nein. Du machst garantiert keinen Blizzle. Du machst einen Blizzle. Gut, irgendwer ist tot. Tite, Pina, wer auch immer. Hoffentlich nicht Justin. Ach, leck mich doch. Sterbt! Here goes. Immer noch nicht. Gut, dann jetzt. Sterbt! Nervt. Wisst ihr das eigentlich? Der scheiß Schatte. Auf Deutsch hießen die, glaube ich, Stotterer. Genau. Oh oh. Scheiße. Hätte Lebensbaum machen sollen. Ja. Das wäre vielleicht nicht dumm gewesen. Tot. Justin, nein, Justin. Fina ist tot. Das kann nicht angehen, dass diese Gegner unbesiegbar sind. Was soll denn der Schwachsinn? Das sind ganz normale Grippel, Schlippel, Stotter, Scheißviecher. Uff. Ich begreif's nicht. Ich... Tut mir leid. Wie kann man als... Fun Fact. Zwischen Speicherplatz 1 und 5 liegen fast 10 Stunden. Ach ja. Mann, wie können die denn so scheiße stark sein? So, jetzt muss ich wieder erstmal umrüsten. Ja. Nächster Versuch. Diesmal mit Vorteil. So. Sterbt. Bitte. Wir wissen, wie viele Erfahrungspunkte die geben. Ohne Witz, die Hyänen geben ja schon 6000. Vielleicht soll ich einfach mal Weltende machen. Das zieht ja so oder so 1000 ab. Ah. So, du machst jetzt nochmal Heulnado. Ich glaube, das ist besser als dein scheiß Rotschock. Oh, twisting winds, come here! Ja, ich glaube, das macht Justin auch gleich nochmal. So, Seitenwurf. There's no use in hiding. Und noch ein Heulnado. See my power. Solange wir jetzt nicht auf Fina gehen, ist mir eigentlich alles recht. I can't go on. Nee. Ja, beleben wir sie gleich wieder. So viel haben sie ja auch nicht mehr. In der Hoffnung, dass jetzt alle überleben, diesen Kampf. Oh, ich sagte überleben. Einen Heulnado. Oder auch nicht. Mich am Arsch, Alter. Verpisst euch, Mann. Scheiße. There's no use in hiding. Boah, ey.
das war's mal wieder. Wie kann ein scheiß Gegner so dermaßen scheiße sein? I'll remember this. Ich krieg's nicht in meine Birne rein. Oh, darn it. What a bummer. Ich gehe hier jetzt nicht weg, bevor diese Stotterer tot sind. Was soll dieser Mist? Vor allem, ich kriege ja auch nicht wirklich raus, wie man die wirklich mal gut töten könnte. Ne? Feuerimmun. Erdimmun. Wobei, doch. Diamantenstaub bringt auch nicht die Welt. Holnado ist der einzige verlässliche Zauber. Ich bin ganz wirklich überfragt. Ich probiere euch nochmal den Himmel- und Erdhieb aus. Das würde aber auch nichts mehr bringen. Das ist genauso beschissen wie weiß ich nicht, Schockwelle auch. Bringt doch alles nichts, ey. Ich will doch nur dieses verdammte Geld da haben. Aber sie auch mal besiegen. Ich war doch mal wieder so kurz davor, ne? Und dann... Na, ne. Gut, nochmal. Die sind, glaube ich, einfach so zu schnell. Die sind zu schnell. Ich kann nichts wirklich anderes mit dir machen. Holnado macht das meiste Sinn. Oh, twisting winds, come here! Gut. Natürlich, da ist Feuer mit drin, ne? There's no use in hiding. Ich meine, wenn sie Shuttle wirklich aus Metall sind, dann muss Blitz pfeffern, aber das glaube ich nicht. Oh, dieser scheiß Zauber geht mir so auf den Sack. Ich hätte ihn dem nehmen sollen. Fina macht gleich erstmal den Lebensbaum. Da ist er. Ich sehe es nicht ein, dass diese Mistsäulen schon wieder gewinnen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. So, alle wieder aufstehen bitte, es geht weiter. So, los geht's. There's no use in hiding. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, alles nur das nicht. Die sind doch eh alle gleich wieder dran. Wie soll ich da noch? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt Lebensbaum gemacht, aber ich bin gleich schon wieder so mit am Grund des, weiß ich nicht. Weil, naja. Ne?
sind alle gleich schon wieder tot. Einer ist tot, wow. Was bringt mir das, wenn jetzt alle anderen von mir tot sind? Justin tot. Webb tot. Wow. Könnte ich es schaffen? Oh, twisting winds, come here. Und dann auch noch mit Lite? Geh drauf! Everyone okay? Herr im Himmel, ich bin tot. Hab gewonnen. Na gut, 5000 nur. Ich hab Silk gewonnen. Was ist das denn? Das war eine schwere Geburt. Wie lange habe ich jetzt gebraucht für den Gegner hier? Eine halbe Stunde? Weiß ich nicht. Hat sich das überhaupt gelohnt für den Gegenstand? Verfahrenspunkte, naja, kann ich auch andere Gegner nehmen, aber das war fast ein Bosskampf. So. Aber hier ist jetzt auch fast alles maximiert, glaube ich. Oh, wo ist jetzt dieser Gegenstand? Plus 3 Blizzard Water Wind Resistance. Ah, super. Bringt mir auch nicht wirklich viel. Naja. Nur gegen die Gegner halt. Aber ansonsten. Gut. Tun wir weg. Brauche ich nicht. Aber schön so. So. Tschüss. Den Rest behalte ich erstmal. Ja, obwohl ich könnte ein paar Sachen wegschmeißen. Und damit meine ich wirklich wegschmeißen. Nämlich den ganzen Scheiß hier. So, das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ach, eigentlich braucht das auch keine Sau mehr. Auf Wiedersehen. Poison Regenerate ist weg. Ja. Brauche alles keine Sau. Dann jetzt können wir Items besser aufteilen. Nein, geben. So, davon kriegt Justin noch eine. Die Crimson Potion ist alle. Davon geben wir. Moment, was hat Fina denn alles? Sie hat die blauen Tränke. Hier gebe ich auch noch ein paar Goldtränke. So. Alles klar. So. Würde ich es, glaube ich, erstmal lassen. Ja, und heilen. Und dann gehen wir zu unserem nächsten Boss. Nach. Ja, 10 Minuten habe ich für den Gegner, glaube ich, gebraucht. Mehr. Ja, mehr. Also nicht für eine Stunde, sagen wir. Gehen wir jetzt zum nächsten Boss. Nein, 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 nein. Zum nächsten Boss, nämlich mal wieder dem netten General Baal. Ja. Eierkammer aus Brutkammer, keine Ahnung. Ja, es geht zu Gaia. Wo wir wahrscheinlich auch General Baal finden. Naja, halten wir ihn auf. Baal! Hör sofort auf! Gaia wird nicht wieder, auferstehen. Du schon wieder, Junge. Du bist zu spät. Wir besprechen bereits, die große Kraft von Angelou wird wieder auferstehen. Dank deines Geistersteins. Kannst du die, nicht den Atem Gaias fühlen? Und ja, jetzt sehen wir es auch zum ersten Mal.
Dieses gigantische Ei, was wir schon mal in der Cutscene gesehen haben. Hier sieht es nicht mehr so spektakulär aus, einfach nur weil es 2D ist. wir sprechen unsere... wie wir es besprochen haben, unsere Wurzeln werden überall auf der Erde wachsen. Du wirst dich selbst zerstören, hör auf! Stoppe Gaia sofort! Niemand kann mich aufhalten. Wir sollen alles Leben nähren. Was? Was zum... ja, frag ich mich auch gerade. Wovon redet er? Er ist erst eins mit dem Willen Gaias. Seine unlimitierte Gier ist der wahre Grund von Gaias Wiedergeburt. Haha, die Ikarierin ist auch hier. Nun, willst du mich schon wieder reinlegen? Haha, unmöglich. Dieses Mal esse ich dich. Ja, yep, und er meint's wirklich ernst. Die gleiche Animation wie auf der Grandeur. Jetzt dürfen wir Baal in seiner vollen, ganzen Gaia-Form bekämpfen. Niemals! Gaia wird aufgehalten. Ja, und warum Mieter steht, weiß ich auch nicht. Ist irgendwie so ein Bug. Auch im Original schon. Interessant, dass eine NTSC-Version noch auftritt. Ja, Baal, mal wieder. Hallöchen, wie geht's denn so? Ja. Lasst euch jetzt nicht täuschen. Der Baal hat nur 5000 und die Tentakel hat 25.000. Ja. Das ist doch mal eine Hausnummer, oder? Deswegen, der Kampf könnte jetzt ein bisschen dauern. Lasst euch aber nicht tauschen. Baal hat, glaube ich, so gut wie unendliche Verteidigung. Es bringt also rein gar nichts, ihn anzugreifen. Ihr würdet wahrscheinlich nur ein paar... Naja, ihr könnt froh sein, wenn er 100 abzieht. Weiß ich nicht. Hier könnt ihr richtig punkten, wenn ich mich richtig erinnere. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Und ich hoffe, es wird was bringen. You're not gonna get away from this. Ha! Das ist schon mal nicht schlecht. Nein. Ich wäre sehr nett, wenn du das sein lassen würdest. Das könnte von Vorteil sein. Und mit Justin machen wir das. Holy Light, seal those of evil heart. Mal gucken, ob es was bringt, ihn aufzuhalten mit Paralysis. Ja, danke. 30 MP in Sand gesetzt. Schön. Naja, Rothausen, sehr nett. Gut, du machst einmal schnell das Zeitentor. Schnell. Scheiße. Böse. Das Böse macht über uns. Tschüss, Rap. Tschüss, Fina. Das ist ja... Tschüss, Justin. Scheiße, halt. Ey, ich hab einen Angriff gemacht. Oder zwei. Und er hat fast jeden von uns ausgenockt. Geht's noch? Ach, schön ist die Welt. Ich bin doch eh gleich tot. Justin, pull yourself together. Jetzt. Oh my. We seem to have lost. Habe ich. Oh well. These things happen. Angst. Ich habe, wenn überhaupt, zweimal angegriffen. Und ich bin tot. Also der Ruinenwächter war ja schon hart. Ne? Aber das hier setzt neue Maßstäbe. Kann es sein, bin ich wirklich nicht trainiert genug für den Boss? Da muss ich mir was einfallen lassen. Also, ja,
bin gerade wirklich ein bisschen überfragt. Ich bin gerade wirklich ein bisschen. Weil, müssen wir überlegen, der hat uns innerhalb von ein paar Sekunden zerschnetzelt. So. Da werde ich mich erstmal ein bisschen schlau drüber machen müssen, wie ich den besiegen könnte. Ich meine, ich habe ja schon beim Ruinenwächter ein bisschen nachgeguckt, was, wie ich den umbringen kann, aber das hier. Also entweder muss ich noch viel mehr trainieren, oder ich weiß auch nicht. Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Versuch wieder und naja, vielleicht werde ich bis dahin mir etwas Neues ausgedacht haben oder ein bisschen mehr trainiert haben. Das ist nicht mehr lustig. Ja, bis dann.